Grüße euch, meine Lieben, zum germanischen Wochenorakel vom 20. April bis 6. Mai 2018. Wir haben wieder drei Legungen, Krafttierkarte, spirituelles Geldbewusstsein und zwei Jokerkarten, Bestellung beim Universum von Bärbel Mohr. Für die erste Legung habe ich die Karte, den Stein Flint gezogen. Für die zweite Legung den Obsidian. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Lampe so gut gestellt habe, aber ich hoffe, ihr könnt alles sehen. Und den grünen Malachit, den gibt's auch in Rot. Dürft ihr in euch gehen. Ich habe jetzt hier nochmal den Vanilleduft aus der Edition von Yves Rocher angemacht. Also es duftet, es wird immer wärmer, es wird immer wärmer. Und wenn ich in die Nähe komme von der Kerze, also auch wenn sie aus ist, duftet sie ja so angenehm nach Vanille. Und diesen beruhigenden Duft, den, ja, geht so gut. Eigentlich muss ich mich gerade gar nicht beruhigen, weil ich einfach überglücklich bin. Vielleicht liegt es an den Endorphinen, am Wetter. Die Frühlingshormone fliegen auf einen zu. So, okay, ich würde sagen, wir beginnen einfach mit den Jokerkarten, was sie uns für diese Woche mitgeben wollen. Ich habe hier jetzt erstmal ja für die Wochenorakel eine Karte gezogen. Und hier steht, die Summe unserer Gedanken, Worte und Gefühle erzeugt unsere äußeren Lebensumstände. Umgekehrt spiegelt uns unsere Lebensumstände und die Menschen in unserem Umfeld unseren inneren Zustand wider. Achte einmal in beide Richtungen darauf. Ich habe jetzt allerdings für mich persönlich auch eine gezogen und ich komme nicht umhin, diese euch auch vorzulesen. Ich finde es jetzt einfach genial. Ja? Spüre die Energien des gesamten Universums um dich herum und lade sie ein in deinen Körper. Sage dem Universum, du bist bereit, unterstützt zu werden, bereit, deine Wahrheit, das zu leben, was du bist. So wirst du deine Lebensfreude und die Liebe in dir wiederfinden. Schön. Das spirituelle Geldbewusstsein von Thorsten Weiß, der tägliche Wohlstandsimpuls. Hier haben wir ihn. Mein Wert steigert sich durch alles, was ich durch meine Kreativität zum Ausdruck bringe. Je kreativer du bist, je mehr du deine innere Kreativität siehst und sie zum Ausdruck bringst, je direkter dein Kontakt zu deinem Herzen und deinen inneren Potenzialen wird, desto mehr wird deine Umwelt deinen wahrhaftigen und authentischen Wert sehen können. Dies wird sich auch direkt in der Höhe der Wertschätzung zeigen können und dadurch für dich sichtbar werden. Finde dich selbst und bringe dich zum Ausdruck. Umso mehr Wertschätzung wirst du erfahren.
Okay, wenn sich natürlich jemand zu nah hinsetzt, wenn man hier mit Kreide oder mit Graphitstift malt und das Ganze muss fixiert werden, muss man sich nicht wundern, wenn man da dann das doch einen Schwall mitunter abbekommt. Ja, vielleicht dann doch ein bisschen Abstand nehmen. Aber es war nicht böse gemeint. Ich habe ja auch in dieser Wolke geschüttelt. Wohin jetzt? Ja, im Schatten war dann diese Wolke vom Fix aktiv. Und in die Sonne kann ich nicht, durchs Asthma und den Kreislauf. Ja, war aber auch wirklich warm. Ich war jetzt auch richtig erleichtert, dass es jetzt etwas abgekühlt war. Hab mich aber viel zu kühl angezogen für die Ärztin, aber es hat auch gepasst, ja, so mal was anderes, ja, mit dem Rock zur Gynäkologin, das war perfekt. War ja aber auch wieder schnell zu Hause. Aber das erste Mal, dass hier Ersatz geschickt wurde, Taxiersatz, ja, für meinen Krankentransport und das Taxi wollte keinen Krankentransport machen. Tja, Taxi Bay, 50 Taxis, aber keine Krankentransporte. Dafür war im Ärztehaus aber sehr viele Taxis von denen da. Vielleicht machen sie es ja auch individuell. Keine Ahnung. Sollten sie nicht tun. Okay, wir haben hier die Krafttierkarte, die Eidechse. Überidentifikation. Du bist dabei, den Boden unter deinen Füßen zu verlieren, weil du die Meinung anderer über deine eigene innere Stimme setzt. Finde zurück zu deinen Kompetenzen und verbinde dich wieder mit der lichtvollen Quelle deiner eigenen Kraft. Affirmation. Ich erfülle aus meiner eigenen Kraft und Mitte heraus meine Aufgaben. Ich erfülle aus meiner eigenen Kraft und Mitte heraus meine Aufgaben. Yeah, du kannst das. Lass dich nicht von anderen ablenken. Okay, zum Schluss haben wir auch noch die Ja und Nein und Amors Botschaften, wer sich dafür interessiert. Wir kommen jetzt zur ersten Legung. Und hier haben wir den Stein Flint. Heilkunde steht er für Verständigung, Beruhigung, Gelassenheit, fördert die Fähigkeit zu kommunizieren und hinzuhören, stärkt die Funktion von Schleimhäuten, Lunge, Haut und Darm, verbessert die Entgiftung, hilft bei Verstopfung und Durchfall. Aufladen in der Bergkristallgruppe, Bergkristall, Morgensonne und Abendsonne. So, wir haben hier fürs Allgemeine so Seelentarot. Wir haben hier die Intensität. Wenn du mit der Intensität des Ritters des Feuers auftrittst, wirst du höchstwahrscheinlich Aufsehen erregen. Manche werden deine Gegenwart als erfrischend empfinden, andere werden sich bedroht oder verärgert fühlen. Aber die Meinung der anderen ist unwichtig. Jetzt kann dich nichts mehr zurückhalten. Zen sagt, betrachte alle großen Worte und großartigen Lehren als deine Todfeinde. Meide sie, denn du musst deine eigene Quelle finden. Du brauchst niemanden folgen, niemanden nachahmen. Du sollst ein ursprüngliches Individuum sein.
Du musst deinen inneren Kern selbst finden, ohne Führer, ohne Anleitungen. Die Nacht ist dunkel. Aber das Feuer deiner Suche ist so intensiv, dass der Sonnenaufgang unvermeidlich ist. Jeder, der mit brennender Intensität sucht, findet den Sonnenaufgang. Andere glauben nur, wer glaubt, ist nicht religiös, sondern vermeidet mit seinem Glauben nur das große Abenteuer der Religion. Okay, die beruflichen Tendenzen für die kommende Woche. Wir haben hier Freya, die Sinnlichkeit. Was bist du denn von Beruf? Na, streichelt den Eber, hat die schwarze Katze, das Reh, den Falken, den Hirsch, die Wildkatze. Oh, ja, Wildschweine, wenn die Junge haben, wisst ihr, vorsichtig. Ja, die beschützen ihr Kleines. Da werden sie ganz rabiat. Da sollte man keine Dummheiten mitunter machen. Hier Mythos. Freya ist nach Frigg in die gesehenste unter den Göttinnen. Sie kommt aus dem Volk der Wannen, fügt über magische Kräfte und gilt als Schutzpatronin aller freiheitsliebenden Frauen und Hexen. Ihr Bruder Freya, der Gott der Fruchtbarkeit. Beruf. Im alltäglichen oder kreativen Bereich verspüren wir einen wahren Ansturm von Energien und Vitalkräften, die nur darauf warten, dass wir uns jetzt für unsere Ziele und Aufgaben mit hingebungsvoller Leidenschaft einsetzen, nötigenfalls auch mit Herzblut dafür kämpfen. Ebenso ist Freya ein Hinweis darauf, bei unseren Tätigkeiten nicht die sinnlichen Komponenten des Lebens zu vernachlässigen oder gar zu unterdrücken, da sie es sind, die unserem Körper Entspannung, Wohlbefinden und neue Frische verleihen. Geruch, Berührung, Bewegung, dies alles gehört mit dazu. Zum Thema Liebe und Zwischenmenschlichen. Wir haben ja auch Hexennacht mitunter. Am 30. ist noch Vollmond, ne? Stimmt ja auch. Ja, April. Ja, 30. ist Vollmond. Wir haben hier Autumla, Beziehung und Zwischenmenschliches. Die Üppigkeit. Mythos. Aus der Vereinigung von Feuer und Eis entstehen Ymir und die Urkur Audhumla. Ihre Milch nährt den Urzeitriesen, während sie aus dem entstandenen Reif das erste menschliche Wesen freilegt. Buri, den Stammvater der Götter. Okay. Hier steht Audhumla für Sinnlichkeit, Vertrauen, Hingabe und das grenzenlose Verströmen von Gefühlen. Die Dinge wachsen zusammen und dürfen gemeinsam genossen werden. Doch birgt die Ausuferung sinnlicher Wonnen gleichfalls die Gefahr von Übersättigung, Phlegma oder gänzlicher Vereinnahmung, mangelt es im Inneren an Selbstwert und Eigenliebe. Wird der Partner gerne als Sinnersatz und Lebenshalt missbraucht, was zu zwanghaften Einverleibungsverhalten führen kann. Notwendige Abnabelungsprozesse sind unter diesen Umständen dann nur schwer zu vollziehen, für das Wohlbefinden aller Beteiligten aber unerlässlich.
Und deine Amors Botschaft, göttliche Fügung. Du wirst wissen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Vertraue darauf, dass sich alles zum Guten wenden wird. Und hier haben wir: Folge der Stimme deines Herzens. Wenn du aus dieser Welt gehst, kannst du nichts mitnehmen, nur deine Seele. Und wir haben hier mitunter für dich die Botschaft Vorstellungskraft. Deine Hellsichtigkeit, deine Träume und inneren Bildern werden jetzt stärker und klarer. Diese Karte fordert dich auf, deine visuellen Fähigkeiten zu entwickeln und sie für bewusste Manifestation einzusetzen. Affirmation: Ich kann gefahrlos alles sehen. Ich bin ein visuell begabter Mensch. Ich kann gefahrlos alles sehen. Ich bin ein visuell begabter Mensch. Dein Engel für diese Woche ist Grace und Antoinette. Um diese Situation zu heilen, betrachte den Standpunkt des anderen voll Mitgefühl. Wir kommen zur zweiten Legung für alle, die den Obsidian gewählt haben. Und wir haben hier: Holt Verschlüsseltes wieder ans Licht. Löst Blockaden, Schocks, Traumata durch Bewusstmachung. Auch verborgene Fähigkeiten werden bewusst und Schattenseiten akzeptiert. Gut bei Schnittverletzungen und Verspannungen, für Wundheilung und Durchblutung. Zum Beispiel bei kalten Händen und Füßen. Und deine Botschaft für diese Woche aus dem Zen Tarot: Die Möglichkeiten. Diese Karte bedeutet darauf hin, dass sich dir jetzt eine ganze Welt von Möglichkeiten öffnet, da du liebevoller mit dir selbst umgehen kannst und zufrieden mit dir bist, kannst du auch leicht mit anderen arbeiten. Da du entspannt bist und dich wohlfühlst, kannst du vielleicht sich bietende Möglichkeiten schon erkennen, bevor andere sie sehen. Da du mit deiner wahren Natur im Einklang bist, weißt du, dass dir die Existenz genau das gibt, was du brauchst. Genieße den Flug und die herrliche Landschaft, die sich vor dir ausbreitet. Der Verstand kann überall Grenzen akzeptieren, aber in Wirklichkeit kann die Existenz schon von Natur aus keine Grenze haben. Denn was soll jenseits der Grenze sein? Wieder ein Himmel, darum sag ich, dass dir für deinen Höhenflug ein unendlich weiter Himmel zur Verfügung steht. Lass dich nicht so einfach zufriedenstellen. Leute, die sich leicht zufriedenstellen lassen, bleiben klein, ihre Freude ist klein, ihre Ekstase ist klein, ihre Stille ist klein, ihr Wesen ist klein, aber das ist gar nicht nötig.
Wenn du dich so klein machst, beschneidest du dir selbst deine Freiheit, deine unbegrenzten Möglichkeiten, dein grenzenloses Potenzial. Ja, zum Beispiel ein Beispiel. Ich bin ja gehbehindert, hab mir aber mein Geld zusammengespart, für aufs Konzert zu gehen. Ja, bin da extra nach Stuttgart runtergefahren und hab mir das Konzert angeguckt. Und kaum war ich dann zu Hause. Ja, also ich bin jetzt wirklich nicht die Kneipengängerin. Wenn ich da wirklich alle 2-3 Monate mal in eine Wirtschaft gehe, dann reicht mir das eigentlich auch. Oder einfach auch auf den Bus zu warten. Ja. In der einen Wirtschaft habe ich dann gemerkt, also eine Stunde da gesessen, Zeitung gelesen und nichts zu trinken bekommen. Da habe ich mir noch gedacht, wäre ich rechter im Restaurant geblieben, bezahle ich zwar das Doppelte, aber ich hätte dann zumindest eine nette Bedienung gehabt, ne? Und ja, ein ganz anderes Ambiente mitunter. Da dachte ich, ja gut, jetzt habe ich hier 1,5 Stunden, 2 Stunden nichts getrunken. Schaue ich da noch kurz rein. Ja, die geht in Stuttgart saufen. Also definitiv, man durfte nichts zu trinken mit in die Halle nehmen. Ja, ich hatte extra aus meiner Trinkflasche das Wasser ausgeleert, dass ich vielleicht noch was zu trinken reinfüllen könnte. Aber es war nicht möglich. Ja, man durfte da nichts mit reinnehmen. Und ich war da definitiv nicht betrunken. Und was ich vor 3 Jahren mal gemacht habe, interessiert heute kein Mensch. Und das finde ich ja einfach kleinkariert. Es ist Neid. Ja, mitunter. Und ich denke, da muss ich, ich bin da einfach, das sind ganz arme Lichter. Und ich muss mich nicht auf das Niveau von denen stellen. Das ist so meine Meinung. Wenn man dann sowas hört, braucht man die auch nicht mehr sehen. Ne? Braucht man auch nicht mehr hinzugehen, denke ich mir. Also man geht dorthin, wo man nett und freundlich bedient wird und gut. Dein berufliches Thema, hier haben wir für dich Heimdall, die Wachsamkeit. Mythos. Heimdall ist der Wächter an der Regenbogenbrücke, Bifurt, welches nach Asgard, dem Reich der Götter, führt. Dort steht er mit seinen Giljahorn und passt auf, dass niemand unberechtigt die Brücke überquert. Beruf. Heimdall verkörpert eine Form unseres Unterbewusstseins oder höheren Selbst, dessen starke Erscheinungskraft und Vertrauen vermittelt und uns auf unserem momentanen Weg bestärkt. Er hält uns dazu an, wachsam zu sein, da die Kräfte des Unbewussten und verhinderter Widerstände, Selbstboykott durch Selbstzweifel, ständig auf ihre Chance lauern. Genaues objektives Prüfen, nicht zwanghaftes Kontrollieren der Situation oder künftigen Angelegenheiten wird empfohlen. Ja, wie zum Beispiel, man kommt mit dem Zug, mit dem Zug an und kann keine Treppen laufen, der Aufzug ist kaputt. Da hört man schon auf der anderen Straßenseite, tun sich ein paar köstlich amüsieren. Ja, ich wollte jetzt auch nicht nach dem Schwimmbad und nach dem Weiher in die nächstgrößere Stadt fahren und 6 Stunden warten, bis ich dann endlich irgendwann auf der richtigen Gleis ankomme, ja, und Zugbegleiterin, Schaffnerin oder Lokomotivführerin hatte Gott sei Dank eine Idee und Gott sei Dank die Polizei kam und hat mir geholfen. Andere haben sich geärgert, ja, mein Gott, wer war das? Das ist ein Blödsinn.
Kindergarten. Naja. So, also nicht ständiges Kontrollieren. Hier einfach manchmal vielleicht einfach auch um Hilfe fragen, was man denn jetzt tun kann. Und es wird einem schon geholfen. Ja, es findet sich immer eine Lösung, wo man hier auch weitergehen kann. Und zum Liebe und Zwischenmenschliches haben wir hier Hunknia, den Hochmut. Hoppla. Mythos. Hunknir ist ein dummdreister Riese mit einem Kopf und Herz aus Stein. Als er vom Met betrunken die Götter verhöhnt und mit seiner Stärke prahlt, schickt diese nach Thor, der ihn tötet. Beziehung. In unserem partnerschaftlichen und emotionalen Bereich treffen wir vor allem auf Eitelkeit und selbstgefälliges Verhalten. Die Verständigung und eine tiefere Annäherung zu verhindern müssen. Dort, wo Egoismus, Machtstreben und Größenwahn den Schauplatz beherrschen, findet aufrichtige Liebe nur selten eine Nische. Noch grinst der Riese selbstgefällig und zufrieden von oben herab, doch ändert sich nicht schon bald seine Gesinnung, wird er es nicht lange dauern, bis auch er vom Throne stürzen muss. Da würde ich sagen, die Uhr tickt. Ja, hoch kommt meistens vor dem Fall, ne? Das macht ja auch keine Frau lange mit. Sollte sie zumindest nicht, oder auch ein Mann. Ja, je nachdem, mit wem man hier mitunter auch zusammen ist. Amors Botschaft für dich. Ich hoffe nicht, dass du so einer Person begegnest. Wenn du selber solches Verhalten an den Tag legen solltest, musst du es einfach mal überdenken. Ja, wie du dich hier mitunter auch verhältst und gibst. Deine Amors Botschaft, ein neues Abenteuer erwartet dich. Empfange es mit offenen Armen, Neuanfang, lebe deine Träume voller Leidenschaft. Ja. Einfach auch die Möglichkeiten mal auszukosten. Ja, hier nicht unbedingt bei jemandem zu bleiben, der ein Herz aus Stein hat und sich vielleicht bedienen lässt. Und einfach auch einen Neuanfang mitunter wagen. Deine nächste Botschaft. Ist hier die innere Kraft? Nee, der innere Frieden. Mache inneren Frieden zu deiner höchsten Priorität. Verpflichte dich, Schritte zu mehr innerem Frieden in Angriff zu nehmen und unternimm ohne weitere Verzögerung den ersten Schritt. Affirmation. Ich befinde mich im Zustand inneren Friedens. Ich weiß, dass alle meine Bedürfnisse automatisch erfüllt werden. Ich kann mich entspannen und sicher sein, dass alles gut ist, so wie es ist. Ich befinde mich im Zustand inneren Friedens. Ich weiß, dass alle meine Bedürfnisse automatisch erfüllt werden. Ich kann mich entspannen und sicher sein, dass alles gut ist, so wie es ist. Und dein
Engel für diese Woche. Wir haben hier Aurora. Du bist gerade auf einem Höheflug. Das mag für andere bedrohlich sein. Doch komm nicht herunter. Die anderen lassen sich bald durch dein Beispiel inspirieren. Mit innerer Ruhe und Kraft kommst du definitiv weiter. Mach Meditation, wenn dir da ein paar Hitzköpfe begegnen oder hitzköpfige Menschen allgemein, ob männlich oder weiblich, ja. Wir haben hier für die dritte Legung den Malachit. Er steht für das Herzchakra und Solarplexuschakra. Ja, das habe ich bei den anderen vermisst, stimmt. Ah, hier Wurzel- und Basischakra. Flint. Nee, hat hier gar nichts. Aber hier Herz- und Solarplexus, Leberchakra. Heilkunde, Liebe, Lust und Abenteuer. Legt verborgene Wünsche und Gefühle frei. Fördert lebhafte Träume und gesunde Sexualität. Hilft den Kinderwunsch zu realisieren. Stärkt das Herz. Hilft bei Brandblasen. Daher ein treuer Wegbegleiter für alle Küchengötter. Aufladen, Bergkristall und Bergkristall. Gruppe. Deine erste Botschaft für dich. Wir haben hier die Selbstbeherrschung. Also das, was hier mitunter auch in Bezug auf den Hochmut, ja, vielleicht begegnest du auch so manchen Hitzköpfen, wo du dann einfach in deine Selbstbeherrschung, in deiner Mitte mitunter auch bleiben solltest. Wir schauen mal, was die Karte uns sagen möchte. Der König der Wolken fordert uns auf, tief Luft zu holen, die Krawatte zu lockern und das Leben leicht zu nehmen. Es ist normal, Fehler zu machen. Wenn dir die Dinge etwas aus den Händen gleiten, ist es vielleicht ganz gut für dich. Das Leben hat so viel mehr zu bieten, wenn man nicht immer alles in der Hand hat. Beherrschte Menschen sind immer nervös, weil tief in ihrem Inneren noch Aufruhr herrscht. Wenn du unbeherrscht, fließend und lebendig bist, dann bist du nicht nervös. Du musst nicht nervös sein. Was immer geschieht, geschieht eben. Du erwartest nichts von der Zukunft, musst keine Leistungen erbringen. Warum solltest du also nervös sein? Um seinen Geist zu beherrschen, muss man so kalt und erstarrt sein, damit ja keine Lebensenergie in die Glieder fährt, in den Körper strömen kann. Sobald man die Energie fließen lässt, kommt das Unterdrückte zum Vorschein. Deshalb hat man gelernt, kalt zu sein, andere zu berühren, ohne sich zu berühren, andere zu sehen, ohne sie zu sehen. Man lebt in Klischees, hallo, wie geht's? Niemand meint es ernst. Man will nur die wirkliche Begegnung zwischen zwei Menschen vermeiden. Die Leute schauen sich nicht in die Augen, halten sich nicht an der Hand, um die Energie des anderen bloß nicht zu spüren. Sie haben Angst, kommen gerade noch zurecht, sind kalt und tot, wie in einer Zwangsjacke. Oh. Da einfach auch mal wieder Berührung, Gefühle mitunter auch loslassen, einfach auch spüren. Und selbst wenn man hier ein Tier streichelt oder
auf der Wiese sitzt und einfach die Hand mal in die Wiese legt, ja. Ich sag ja jetzt nicht, du sollst sie in den Ameisenhaufen legen, ja. Da würdest du einiges spüren. Aber es ist ja auch nicht so schlimm, Menschen anzufassen, ihm die Hand zu geben, aber die Wange zu streichen, ja. Einfach mal in den Arm zu nehmen. Es ist ja kein Ameisenhaufen. Ne? Und beruflich haben wir hier die SIF, die Ernte. Mythos. Sif ist eine Assassin, die Gemahlin des Donnergottes Thor, mit dem sie die zwei Kinder Trud und Lorinda hat. Sie lebt mit ihrem Mann in Trudheim und ist die Schutzpatronin des Korns. Beruf. Die Zeit der Ernte ist da. Die Göttin fordert uns auf, die reif gewordenen Früchte zu ernten, beziehungsweise unsere Fähigkeiten und Möglichkeiten nun in die Tat umzusetzen. Sif steht für eine kreative und fruchtbare Zeit, in der wir Positives erreichen und absichern können. Ausdauer und Geduld führen erfolgreich ans Ziel, wenn unser Same gesund gesetzt wurde. Und Liebe und Zwischenmenschliches, wir haben hier Sigtrifa, das Erkennen. Mythos. Sigtrifa ist eine Walküre, die von Odin in einen tiefen Schlaf versetzt wurde. Sigurd, also Siegfried, durchschreitete den sie umgebenden Flammenwall und erweckt sie. Sie erkennen einander und sie lehrt ihn weibliche Weisheit. Toll. Beziehung. Als Person treffen wir möglicherweise wirklich auf einen Menschen, dessen Seele jetzt ebenso bereit dafür ist, mit uns in Kontakt zu treten. Sind wir gänzlich in Leidenschaft entflammt oder von unserem Gegenüber verzaubert, steht einem dahin schmachten und versinken in tiefen Gefühlen nichts mehr im Wege. Da das Unerreichbare jedoch oftmals erlischt, sobald wir nach ihm haschen, ermahnt uns Sigtrifa gleichzeitig zwar unserem Herzen zu folgen, ebenso aber nicht die Wahrheit hinter den Bildern zu vergessen, in denen sich letztendlich nur der eigene Eros widerspiegelt. Sind wir alleine, ist die Walküre ein wertvoller Hinweis darauf, wie wichtig es ist, das eigene Innenleben mit all seinen Empfindungen als eine Beziehung zu begreifen, in der wir lernen müssen, die Liebe zu uns selbst zu entdecken, und zwar bevor wir einen Menschen erneut dafür missbrauchen, etwa in uns auszufüllen, dass wir uns selbst zu geben gar nicht fähig oder noch nicht bereit sind. Dann erst mag uns die Liebe vielleicht wirklich im Außen auf eine Weise entgegentreten, wo die Bereitschaft zu wirklicher Hingabe selbst von unerfüllten Erwartungen nicht länger getrübt werden kann. Ich habe da noch so ein Zeichen, ein sehr hübsches Zeichen hier mitunter im Buch. Könnt ihr es hier sehen? Im Moment erinnert es mich jetzt mehr an einen Keuschheitsgürtel. Entschuldigt. Ich komme auf Ideen heute. Amos Botschaft, die ich auf jeden Fall für dich hier habe. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Von ganzem Herzen.
Deine nächste Botschaft für die kommende Woche haben wir hier den Liebespartner. Und genau den wollen wir Frauen ja haben. Oder die Männer begegnen hier einer ganz tollen Dame. Eine neue Liebesbeziehung steht bevor. Jetzt oder in naher Zukunft. Wird dich ein neuer Partner entzücken oder die Leidenschaft in einer bestehenden Beziehung wird neu entfacht? Affirmation: Ich bin ein romantischer Mensch. Ich lasse alle Ängste los, die ich in Bezug auf das Geben und Nehmen von Liebe habe. Ich bin ein romantischer Mensch. Ich lasse alle Ängste los, die ich in Bezug auf das Geben und Nehmen von Liebe habe. Ich bin ein romantischer Mensch und ich liebe dich. Okay, und dein Engel für diese Woche geht doch her. Wir haben hier Caressa. Sieht die nicht eben schwanger aus? Schade, hat mich jetzt interessiert, die Stange, die sie hier in der Hand hat, ob das nicht vielleicht sogar eine Lilie ist? Okay, Caressa, ein Zyklus deines Lebens ist zu Ende gegangen. Bitte deine Engel um Beistand und Führung für deinen nächsten Schritt. Nun erwartet dich Freude. Schön, und wir haben Amas Botschaft und das Ja und Nein. Ich mische, vielleicht habt ihr schon eine Frage. Tief einatmen und ausatmen. Lasse dich führen. Und ich löse auf. Wir haben hier das Wunder. In deiner Partnerschaft steht eine Veränderung an. Wir haben hier Zeit des Nachdenkens. Gesteht euch noch ein wenig Bedenkzeit zu. Und hier wirf alle Bedenken über Bord. Lass dich in meine Arme sinken. Und wir haben hier das Ja. Und da jetzt alle umgedreht sind, haben wir jetzt in der Reihe nur noch das Nein. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Genießt den Vollmond, die Hexennacht. Tschüss.